Hallo Freunde und willkommen zurück bei World of Tanks, dieses Mal nicht im Stream, sondern einfach so ein bisschen. Wie ihr sehen könnt, ist der Download endlich abgeschlossen. Ich habe den gestern noch laufen lassen. Und das heißt, wir können jetzt auch mit dem T1E6 PS losfahren, Tier 2 Panzer. Oder auch mit dem Locust PS, der ziemlich krass irgendwie chrommäßig aussieht. Ansonsten haben wir jetzt auch den T2 Medium und auch den PZMK. Ach naja, ihr wisst schon. So, spielt bis Stufe 3. Okay. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall den Download abgeschlossen. Wir haben ein paar Panzer. Ich habe noch ein paar kleine Runden gerade eben gemacht. Und ja, können jetzt noch ein bisschen das Verbrauchsmaterial auf den einzelnen Panzern aufrüsten. Ach ja, Nachschub. Hier. Und, einen Moment. Gut, so. Weiter geht's. Was hatte ich denn jetzt? Genau. Schnell das Verbrauchsmaterial auffüllen. Das hat mir auch gerade eben in einem Kampf schon echt geholfen, die Ersatzteilkiste. Als die Ketten angeschossen waren. Hatte ich sowieso mit dem, wie heißt der hier, T1E6, einen ziemlich geilen Lauf. Der ist nämlich verdammt schnell, wie man auch rechts in der Skala schon sehen kann. Also Höchstgeschwindigkeit ist wirklich der Hammer. Mit dem Ding scouten ist fast gar kein Problem. Nebenbei konnte ich sogar noch ein bisschen Schaden machen, ein paar Abschüsse und habe dadurch unglaublich viel EP bekommen. Kann man nicht, ist ein Premium-Panzer. Die haben einfach keine Pakete. Man könnte die Mannschaft wechseln, hat den Vorteil, dass man eine fertig ausgebildete Mannschaft quasi auf andere Panzer übernehmen kann, um damit besser und schneller zielen zu können. So, ich wollte Verbrauchsmaterial hier auffüllen. Zack, komm. Und dann geht's gleich los ins Gefecht. Ja, 9000, das ist es mir einfach wert. Das kommt ja eh wieder rein. So, dann nehmen wir gleich mal den T22 Proto. Achso, mit dem waren wir gestern unterwegs, ne? Wollte ja mit dem Medium fahren. Macht ja auch nichts. Da und. So. Auf geht's. Jetzt haben wir schon mittleren Panzer. Finde ich sehr gut. So, Artillerieunterstützung. Ach ja, der eine, den ich kaputt geschossen habe, war Artillerie. Deswegen ging das so einfach gut. Bin halt mit dem T1E6 einfach durchgeprescht. Über den Hügel und in deren Reihen rein. Okay, Provinz Standardgefecht. So, ach, hier ist das Radialmenü. Okay. So, dann fahren wir. Ihr habt Gegner im Gebiet. Macht sie fertig oder erobert sie. Das ist auf der anderen Seite. Mensch, hier war ich ja noch nie. Dann fahren wir mal nach hinten, oder? Alter, du bist Artillerie voll Rost. So ein Schuss von dem Dingern und ich könnte platt sein. Wenn er einmal daneben schießt und mich deswegen erwischt, dann schön Dank auch. Da lege ich keinen echten Wert drauf. So, aber wo stelle ich mich hin? Da unten. Wo schießt der denn hin? Halt. Hier sieht gut aus. So, den treffe ich nicht. Den da kriege ich auch nicht. Oder? Ne, keine Chance. So, gut. Scheiße. Jetzt stehe ich hier ganz gut in Deckung. Oh. Den. Da ist er. Boah, schade.
keine Chance gehabt. Komm raus. Außer Bereich. Ja, klasse. Die haben einen unserer Panzer zerstört. Aber die. Treffer. Das muss wehtun. Ach, die Kette kaputt geschossen auch noch. Geil. Also für ihn, nicht für mich. Wir haben sie nicht mehr angekratzt. Der ging nicht durch. Das ist, ist auch Artillerie. Russische, würde ich denken. So. Kettenloses Ziel getroffen, das ist auch noch ein Bonus, okay. Ich finde es ja persönlich eigentlich ein bisschen feige, aber gut. Der ist bestimmt wieder außer Reichweite. Ja, außer Bereich. Mist. Wollte es gar nicht probieren. Aber du. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Gehen wir ihn mal. Ja. Wirkungstreffer. Oh, den haben wir gut zugesetzt. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Komm, lass dich treffen. Durch ihre Panzerung. Okay, den hat's auch erledigt. Aber die haben immer noch 4 Artilleries. Verdammte Hacke. Da traue ich mich auch nicht wirklich raus. Der war gut, mitten im Lauf. Oh fuck, Alter. Außer Bereich. Alles außer Bereich. Außer er hier. Okay, scheiß drauf, wir fahren los. Ich könnte versuchen, in deren Lager zu kommen und das mit zu übernehmen. Die gegnerische Basis wird schon erobert. Auf diese Stelle konzentrieren! Wow! Ja, geil, weiter, los! Roll los, Alter! Halte hier, wir erobern die Basis! Oh, 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 oh. Geladen! Weg los! Der Gegner hat uns im Visier! Wow, voll von der Zeit. Sie kann jeden Moment reißen! Ziel erfasst! Wir erobern die Basis! Ei, ei, ei. Feuererlaubnis erteilt! Wir haben sie. Scheiße! Hier ist aber keine Deckung gewesen, so ein Mist aber auch. Verdammte Hacke. Okay. Dann. Komm. Der Locust. Den möchte ich jetzt auch nochmal. Tier 3. Spielt bis Stufe 5. Ja, ja. Haben viele, weil viele haben den als Bonus bekommen. Dann dürfte die Warteschlange eigentlich nicht zu lang werden. Ja, ganz schön viele im Tier 3 unterwegs mit 94 Spielern, das ist okay. So. Prokhorovka. Falls das richtig ausgesprochen ist. Nacht Standardgefecht. Ich finde, die hätten auf dem wenigstens angeben können, welche Basis man ist. Naja, macht nichts. Ach ja, die üblichen Tipps halt. Brauchen tue ich sie nicht unbedingt. Und schon wieder hat irgendwo einer Chat an. So, jetzt hier. Da sind wir, da sind sie. Ich könnte nach links und die Straße oder... Nee, rechts ist eine einzelne Straße. Die nehme ich. Ihr habt Gegner im Gebiet. Da bin ich ziemlich sicher schon. So, du bist. Alexi. Bereich fokussieren.
holst du erstmal ein paar Bäume. Ist eigentlich nicht so besonders schlau. Aber ich bin wieder verdammt schnell. Das heißt, ich könnte hier einfach schön durchdonnern. Boah, der hüpft, ey. Könnte man versuchen, hier hinten durchzubrechen und von hinten quasi noch ein paar Abschüsse oder ein paar Scouts und so zu machen. Aufgeklärtes Ziel getroffen. Sie haben uns entdeckt! Oh. Ist egal. Bin viel zu schnell. Gegner entdeckt! Jawohl! Ah, zu viel getraut. Aber wenigstens ein paar gescoutet, das dürfte den anderen helfen oder mir wenigstens ein paar IP einbringen. Ich sollte versuchen, vorsichtiger zu spielen. Das heißt, wir könnten mal mit dem hier eine Runde machen und jetzt mal Artillerie ausprobieren, wie sich das hier auf der Konsole spielt. Mittlerweile sollte durch den gesamten Download eigentlich HD-Grafiken wohl mit drin sein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt keinen so direkten Unterschied erkennen kann. Aber na gut, ich spiele auch auf dem 24 Zoll Monitor anstatt auf dem großen Fernseher. Ach nee, bitte nicht. Kann man irgendwo... Jetzt muss ich doch mal gucken. Allah Akbar! Aha, natürlich. Himmelsdorf. Komm, lad mal schneller, ich muss in die Option. Option, Audio. Hat nicht funktioniert. Scheißdreck. Na gut. Ach ja, stimmt, ich war ja Artillerie jetzt. Scheiße, bin ich langsam. Ich kann mich mal irgendwo hinten in eine Ecke stellen und hoffen, dass ich hier auf Himmelsdorf ein bisschen was treffe. Ist natürlich nicht so die ideale Map dafür. So Mist eigentlich. Wenn ich mich zu weit nach hinten stelle, habe ich gar keine Reichweite mehr. Ist auch scheiße. So. Halt. So, wie ist denn jetzt hier was? Aha, okay. Anvisientaste ist für von oben. Und drücken zum Zoomen. Nee, brauche ich jetzt nicht, danke. Da sind schon mal meine ersten Ziele. Das dauert natürlich verdammt lange. Artillerie ist so ein bisschen langwierig, würde ich es nennen. Fuck. Daneben. Okay. Vielleicht können wir weiter hinten noch irgendwo was besser anvisieren. Nee, da sind die Häuser überall natürlich mit im Weg. War ja auch klar. Sophia! Sophia, daneben? Boah, voll daneben, ey. Naja, gut, das dauert halt ein bisschen. Scheißdreck. So, komm, nach 10 Sekunden nachladen. Bis dahin ist der hier doch weggerollt. Ja, er rollt um die Ecke. Und weg ist er. Leck mich doch am Zuckerli, ey. So, haben wir da hinten irgendwo was? Kommen wir gar nicht ran. Okay, kannst du voll vergessen.
Dann bräuchte ich entweder ein bisschen Aufklärung oder ich muss irgendwo mal hier den Spot wechseln. Ah, Nachladen dauert zu lange. Anvisieren meine ich. Voll daneben wieder. Das ist halt echt eine beschissene Map für Arti. Dreck. Ja gut, dann habe ich zumindest Zeit. Ich kann mal hier wieder die hochsetzen. Schuss bereit! Ja. Minikarte umschalten brauche ich eigentlich nicht. Steuerung, gibt es irgendwo was? Um diesen scheiß Audio-Shit. Nee, war. Ja, Befehlsmenü, ich verwende Panzersperre, Granatenmagazin auffüllen. Ah ja. Sieht schlecht aus. Ganz schlecht. Tja, was mache ich denn jetzt? Können wir natürlich einfach. Oh gut, ist nur noch ein Gegner übrig. Eigentlich reicht es, wenn ich am Leben bleibe und darauf warte, dass sie die Basis erobern. Ist natürlich gerade echt schade. Muss ich einfach nochmal hoffen, dass ich eine bessere Map kriege. Das bringt ja hier echt gar nichts. So. 7 Sekunden. Wir haben gewonnen. Oder so. Sehr gut. Ja gut, überlebt. Hab zwar überhaupt keinen Schaden gemacht. Scheiß Dreck, ey. Komm hier gleich ein neues Gefecht rein. Dämlicher Mist. Klippe, Regen. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Zumindest für Artillerie könnte man hier ein bisschen mehr reißen. Muss mal gucken, wo ich mich hinstelle. Natürlich auch wieder viel mit, also viele Steine und so weiter die Deckung bieten. Oh, wie ätzend. So, wo bin ich? Ich bin oben. Ich glaube, ich werde nach rechts irgendwie so ein bisschen nahe der Stadt mich hinstellen. Gucken, ob ich da irgendwo so ein kleines Gebüsch oder so finde. Mach sie fertig oder erobere ihre Basis. Da danach. Ja, mach mal. Ist natürlich einfach, wenn man mit entsprechend viel Geld sich irgendwann so ein bisschen so eine Nachladebooster zu kramen. Alter, du saugst da jetzt. Ne? Das ist so gescheit. So. Fuck. So. Relativ gerades Schussfeld. Nur noch nachladen und anvisieren. Den hat's erledigt. Macht nichts, da ist schon der nächste. Geladen! Leg los! Und komm noch ein bisschen. Leg los! Boah. Scheiße. Jetzt dauert es natürlich wieder. So, ich bräuchte mein Ziel, bitte. Dreck. So, naja, gut. Das dauert. Die Artillerie ist halt echt Geduldsspiel und Glück. Wüsste gar nicht, wie ich das sonst anders beschreiben sollte, weil. Geladen. Scheiße. Jetzt hätte ich natürlich getroffen, wenn der noch. Naja, toll, danke. Arschlöcher. Na, ja, ich wollte gerade sagen, der wird auch nicht lange da stehen bleiben. Aber vielleicht lang genug. Geschütz frei! Nicht getroffen. Der ist weg.
Der ist nach vorne geprescht, oder? Ne, es ist ein anderer. Schnauze! Geschützt geladen! Drecksmist, ey. Ich sowas hasse. Leg los! Da steht er auf der Ecke und da hinten ist noch einer. Den versuchen wir uns mal vorzuknüpfen. 10 Sekunden. Okay, so lange scheint er nicht mehr zu überleben. Der vorne wurde wieder gespottet. Hier hinten wird doch sicherlich auch irgendwo Artillerie rumstehen, oder? Ah. Manchmal kann man es erkennen, indem man sieht, wo der Schuss losgeht. Ist in dem Fall aber nicht auszumachen. Drei Artilleries haben sie. Fuck, ey. Bisher nichts entdeckt, nichts getroffen. Peinlich, peinlich, peinlich. Sozial. Okay, Standard, strategisch, steck mich, braucht Ziel. Achso, da geht das okay. Kannst du leider nicht sagen, halt die Fresse. Mist. Da ist wieder einer. Die sind natürlich auch nicht doof und trauen sich nicht so weit raus. Zack, den hat es gleich wieder zerlegt. Was ist mit ihm hier hinten? Endor the Fist. The First. Na ja, gut. Kein großer Unterschied. Fährt zu schnell. Geschütz frei! Boah, Dreck. Leck mich. Sie haben uns entdeckt. Oh. Weg, 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 weg. Da kommt er. Vielleicht können wir ihm dann doch noch ein Ding von Latz knallen. Oder er wird einfach vorher schon abgeschossen. So. Ja, wohin, wohin? Ups. Ich glaube, ich werde mal die Position wechseln. Oh, keine Vorstellung davon, wer hier auf uns gerade schießen könnte. Oh, 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 Artillerie. So, na denn, hopp, 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 da hinten stehst du. Und da hinten standest du. Könnte man ja langsam aufs Ziel vorrücken. Ey, dieser Sprachschritt ist so unglaublich anstrengend. Kann man den irgendwo aus... Warte mal, hier, Verbündeten wählen. Und, oh Gott sei Dank. Okay, das muss ich also jedes Mal jetzt machen. Oh, aber wenigstens geht's. Gut. Ich würde ja gerne das hübsche Wetter weiter genießen, aber wir haben hier noch ein paar Ziele hoffentlich zu treffen. Da stehst du. Du stehst nicht so sicher, wie du es gerne hättest. Leg los! Boah, natürlich voll ans hinterste Ende vom Umkreis geschossen. Scheiß drauf, ey. Ich fahr jetzt einfach los und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen die Gegend an oder so, keine Ahnung. Nur noch zwei Gegner, die haben sowieso schon verloren. Nur noch ein Artilleriegeschütz. Also wenn es ein guter Artilleriefahrer ist, könnte er sogar noch was reißen. Aber... Oh. Ich glaub's nicht. Sagen wir es mal so.
Ich hab's mal geschafft mit einer Wespe. Auch Deutsch Tier 3 oder 4. Noch zwei Panzer abzuknallen, obwohl ich in der Unterzahl war. War ganz lustig. Überlebt. Abrams-Medaille. Verliehen für die Anzahl von Teamsiegen, bei denen der Spieler das Gefecht überlebt hat, in 4 Klassen. Okay. Cool. Ja, ach ja, ich gab einen Tag Premium jetzt quasi als Dankeschön. Das heißt, ich krieg sogar noch ein bisschen mehr Kohle rein. So, was haben wir jetzt noch so? Könnten EPs? Definitiv sollten wir mal gucken, ob wir hier so ein Paket kriegen. Bison, Stufe 3, okay. Ne, wir werden hier definitiv, oh Gott, ja. Paket erforschen und gleich kaufen, damit wir ein bisschen stärkeren Motor drin haben. Das sollte sich durchaus lohnen. Können wir beim Zubehör. Tarnnetz, Sichtweite. Okay, Reparaturgeschwindigkeit, auch geile Sachen bei, muss man mal sagen. Hier schnellere Zielerfassung habe ich halt oft installiert. Macht gerade bei Artillerie natürlich einfach unglaublich Sinn, weil 10% können da dann schon 1,5 Sekunden oder so ausmachen. Ne, nicht Nachladung, anvisieren, aber kommt das gleich hinaus bei der Zeit, die das Ding braucht. Verkaufen auf keinen Fall. Das machen wir nicht. Den würde ich eigentlich schon fast lieber verkaufen. Dann gucken wir mal nach der Mannschaft. Die sind jetzt auch noch nicht so weit. Kann man aber hier neu zuweisen, wie ich schon mal gesagt habe. 50% Ausbildung bis zum nächsten. Achso, die kriegen Fertigkeiten irgendwann. Kann man denen auch noch zuweisen, sodass die noch effektiver werden. Super geil eigentlich. Tja, was machen wir denn jetzt? Gucken mal, ob wir hier noch ein. Ja, hier können wir noch andere Geschütze. Semi-Automatik oder Suiza Birgit. Naja, Hispano. Naja. Details. Achso, schade. Tja, was nehmen wir denn? Semi-Automatik. Oder die. Ich nehme mal die Semi-Automatik, weil die uns eh zum nächsten führt. Installieren die gleich mal. Ein bisschen bessere Ketten dran, ne? So, dann haben wir hier. Besserer Motor, besseres Funkgerät. So, sehr gut. Und das führt uns hier zum Medium Tank, den wir noch nicht erforschen. Ach doch, der hatte noch freie P. Ist egal, wir machen es trotzdem nicht. So, Verbrauchsmaterial hat er. Mannschaft hat er natürlich auch. Dann gehen wir hier nochmal ins Gefecht mit dem T2 Medium. Ein bisschen aufgepimpt. Schauen mal, was draus wird. Na? Und ich weiß jetzt zum Glück, wie ich diese verkackten Sprachchats ausschalte. Ey, es ist ja unglaublich anstrengend. Ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel mein Mikrofon am PC dran. Das heißt, das ganze Gerät hören die nicht. Ansonsten würde ich die ja zulabern ohne Ende. Das will doch keiner. Geringe Netzwerkgeschwindigkeit, hohe Latenz. Ist das Gameplay davon beeinträchtigt? Ja, das sollte hier eigentlich nicht passieren. Ich sitze ja nicht irgendwo, sondern mitten in Berlin. Und mit Telekom VDSL. Provinz, Nacht, Standardgefecht. Feuerunterstützung anfordern, ja. Nö. Habe ich ein paar Mal aus Versehen angeklickt, weil ich mich in der Taste geirrt habe. So. Okay, keiner hat doch da. Den machen wir mal gleich aus, bevor der anfängt zu nerven. So, wo wollte ich hin? Wir fahren einmal durchs Dorf durch. Achso, das ist hier wieder. Dann fahre ich einmal durch und stelle ich mich wieder unten hin. Boah! Könnte. Okay, ich fahre auf jeden Fall da lang. Da gucke ich, ob ich noch ein bisschen was gespottet bin. Nochmal an Gegnern. Ich zweifle daran, dass ich wieder bis darüber schießen kann. Komm
man zumindest Gegner spotten und so weiter. Ne? Dann gibt es ja auch ein paar IP für. Und es hilft dem Team. Oh, ein bisschen. Wow, 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 wow. Gegner entdeckt. Voll rein. Zack. Und nochmal. Komm, einer noch. Der Gegner zielt auf uns. Bisschen noch. Ziel gesichtet. Verbündetes Fahrzeug ausgefallen. Alter, was hat der für ein Panzer? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ist das Artillerie oder ist das ein Jagdpanzer? Was zum Henker? 4%. Das ist ein Jagdpanzer, oder? Boah. Keine Chance gehabt eigentlich, weil er von vorne so fette Panzerung hat, da kommt man nicht durch. Leck mich doch. Alter. Naja, das war ja ein Reinfall. So, dann ist natürlich hier ärgerlich, dass er so haufenweise EP drauf hat. Mal können wir vielleicht... Die Mannschaft ist ja auch schon voll ausgelernt, ne? Dann müsste man eigentlich... Achso, hier, erlernt von einer Fähigkeit. Neue Fähigkeit wählen. Können wir ja mal gucken, was wir hier so... Ach du Schande, ist das viel. Also, Reparatur, okay. Muss man, glaube ich, nicht erklären. Brandbekämpfung braucht man auch nicht erklären. Tarnung macht sich von auch von allein. Waffenbrüder, verbessert die Hauptspezialisierung und alle Fähigkeiten der gesamten Mannschaft. Wirksamer in Verbindung mit. Verbesserte Lüftung und so weiter, okay. Mentor, alle Mannschaftsmitglieder erhalten zusätzliche Mannschafts-EP. Lässt den Kommandanten kritisch beschädigte Module am Zielfahrzeug erkennen, sowohl bei direktem als auch indirektem Feuer wirksam. Das klingt ja gut. Tausendsasser, der Kommandant kann jede Position im Panzer besetzen und ersetzt ausgefallene Mannschaftsmitglieder. Es werden nur Hauptspezialisierungen ersetzt, das ist auch nicht übel. Sechster Sinn, ein Kommandant mit diesem Vorteil kann erkennen, ob sein Fahrzeug vom Feind aufgeklärt wurde. Speer, erhöht die maximale Sichtweite. Tarnungsexperte, Tarnung ist effizienter, wenn er hinter Laub versteckt ist. Schwimmunterricht, okay. Schmerztoleranz, verringert die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Schadens am Besatzungsmitglieder. Weitsicht, erhöht die Sichtweite. Speer, entspiegelt Optikscheren, verstärken natürlich den Effekt. Signalverstärker, alles klar. Achso, da ist der Kampf vorbei, gut. Ruf nach Vergeltung, ein Funker. Die Zerstörung des Fahrzeugs überlebt, er kann 2 Sekunden lang die Position des Feindes übermitteln, okay. Relaisstation, erhöht die Funkreichweite verbündeter Funkgeräte. Versorge. Vorsorgewartung. Verhindert Auslaufen. Verringert Wahrscheinlichkeit eines Motorbrands. Paaren wie auf Schienen, erhöht die Genauigkeit beim Feuern während der Fahrt. Was die für Fähigkeiten haben, ist ja gerade geil. Das wusste ich auch nicht. Meister am Bremshebel, erhöht die Wendegeschwindigkeit. Geländespezialist, verringert die negativen Auswirkungen von weichen und mittelweichen Böden. Rambock verringert den Rammschaden am eigenen und erhöht den Rammschaden am gegnerischen Fahrzeug. Fallschirmjägerausbildung erlaubt dem Fahrer den gesamten Fallschaden zu verringern. Leises Fahren verringert den Effekt von Bewegung auf den Tarnfaktor des Fahrzeugs. Okay. Fahrer kann Ketten schneller reparieren. Erhöht die Genauigkeit während der Turmdrehung. Boah, Scharfschütze. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, kritische Treffer zu landen. Anvisierte Feindfahrzeuge bleiben 2 Sekunden länger sichtbar. Mann, Büchsenmacher, erhöht die Genauigkeit eines beschädigten Geschützes. Gedämpfter Schuss verringert den Effekt von Schießen auf den Tarnfaktor. Ist auch wieder super, natürlich für Artillerie zum Beispiel oder für Jäger. Wenn man da ein bisschen mehr snipern will. Allgemein eigentlich, ja, snipern. Erhöht die Strapazierfähigkeit des Munitionslager. Granaten berühren sich nicht. Ein nasses Munitionslager verstärkt den Effekt. Ach ja, damit die nicht brennen. Schleunigt das Laden des Geschützes. Oh, geil. Achso, sobald die Trefferpunkte des Fahrzeugs unter 10% fallen, na, das ist gewagt. Besteht die Chance, dass der Ladestütze beim Wechsel zu einem anderen Granatentyp sofort das Nachladen beendet. Aha. Oh, mein lieber Scholli, ey. Achso, es sind alle Vorteile und die, auch die, die nicht im Besitz sind. Alles klar, alle. Kann ich mir auch die anzeigen lassen? Achso, weil ich gar keinen Besitz habe, deswegen vielleicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so viele Vorteile bringt. So, ich habe 2 auf dem Locust.
Und einen auf dem Proto. Ich darf, sitzt nur einer drin. Und ich könnte verdammt viele Fertigkeiten lernen. Okay, dann bringen wir ihm mal eine bei. Wie zum Beispiel Adlerauge. Zielverzögert, ja. Das bringen wir ihm bei. Achso, das muss er jetzt neu lernen. Ist auch okay. Und der hier lernt für mich bitte. Schwimmunterricht, nehme Schmerztoleranz. Was haben wir hier noch so weit? Sich erhöht die Sichtweite. Erhöht die Funkreichweite. Was haben wir hier noch? Verhindert Auslaufen von Öl, ist auch nicht übel. Verdammt, die sind alle gar nicht so schlecht, ne? Rammschaden, ich ramme recht wenig, ehrlich gesagt. Fahrer kann die Ketten schneller reparieren, das würde mir sehr, sehr gefallen. So, das lernst du jetzt bitte. So, und dann haben wir hier Lloyd Bledsoe. Und du kannst mal Brandbekämpfung lernen, das ist natürlich auch sehr essentiell. So, und ihr müsst alle erst noch aufsteigen. Ach, das sind bloß die Kommandanten, kann das sein? Ach nee, alle Mannschaften. Leichter Panzer, mittlerer, schwerer, Jagdpanzer, Artilleriemannschaften. Okay. Könnte ich jetzt so dreist sein und sagen, ich weise dem? Okay, ich kann dir nur amerikanischen Panzern zuweisen. Das wäre sonst echt irgendwie ziemlich gemein, finde ich. Gut, dann. Lassen wir den da drinnen, Premium-Panzer? Nö, der kann eigentlich da, denke ich. Achso, dann nimmt er gar nicht alles an EP mit. Und das ist schweineteuer. Nee, so viel Geld habe ich beim besten Willen nicht. Okay. Hat sich damit erledigt. Ist aber schon trotzdem gut zu wissen. Dann können wir da definitiv noch ein bisschen die Leute verbessern und den noch ein bisschen. Also die noch effektiver machen, Stück für Stück. Und das ist gar nicht mal so wenig, was die erlernen können. Finde ich krass. Gut, dann, ich sag mal, das war's für heute schon wieder, über eine halbe Stunde. Und ich guck mal, ob ich noch im Laufe des Tages nochmal eine Runde spiele und wieder aufnehme. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid auch so ein bisschen World of Tanks geil wie ich. Ich mag das Spiel einfach unglaublich, weil man das immer mal wieder so für eine halbe Stunde, Stunde zocken kann. Und ja, vielleicht sieht man sich mal auf dem Schlachtfeld. Ansonsten schaut in die anderen Videos rein oder schreibt mir mal was in die Kommentare, wie ihr das so findet, wie die Optik, das Spiel. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.